Folge 2 von Spiel 4 in Gruppe A im Supreme Commander 2 Turnier bei den Spielkindern mit Norbert. Hallo Norbert. Hey. Und mir, Dennis. Ihr habt einfach direkt, seid einfach direkt dran geblieben sozusagen hier in der Playlist und oder habt einfach auf Spiel 2 geklickt. Es geht direkt weiter mit 3 Sekunden Verzögerung nur oder so. Was ziemlich cool Bitte. wäre, wenn er, also der Fabian Land mobile Raketenflugabwehr hätte. Könnte er mal die Leute gut stören in der Mitte. Ja, also ich finde jetzt auch die Artillerie, die er hier in Massen baut, diese kleinen Artillerie, vierbeinigen, spinnenartigen Roboter, die finde ich auch gar nicht so geil jetzt. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn er jetzt auf Massenproduktion, Landeinheiten, Luftabwehr gegangen Oder wäre. wenn er halt in Massen Techniker gebaut hätte und jetzt überall Luftverteidigung bauen würde. Ja, das oder das. Oder Das, er damit kann versucht. man zwar nicht mehr gewinnen, aber. Ja, man kann zumindest noch richtig Ärger machen und versuchen, Metal Warrior so ein bisschen über Den die Rücken Runden, freizuhalten. genau, zu helfen, dass er hier noch ein bisschen überlebt. Weil, also, aktuell, sie halten sich noch erstaunlich lange, möchte ich sagen, also da im Süden, aber die Übermacht von Norden wird schon immer größer von Minute zu Minute. So, das finde ich Mal halt schon relativ gut. der Lelouch auch an drei Fabriken Atomraketen baut. Ja, vier, oder? Vier sogar. Ja, er hat eine da so östlich, zwei in der Mitte und eine noch links im Westen. Da, die habe ich nicht gesehen, die linke. Ja, dann Ja. vier. Und er baut gerade noch eine fünfte und eine sechste, die sind schon in Planung. Nördlich von seinen beiden mittleren. Also er sammelt da schon einiges an atomarem Potenzial an. Ja, und jetzt sind die Luftbaubrücken auch kaputt von Metal. Nach langem, langem Versuchen hat er es dann doch geschafft. Ist Lelouch endlich durchgekommen. Boah, jetzt schießt er mehrere Atomraketen wieder gleichzeitig. Ja, jetzt ist da nicht mehr viel zu machen, also. Da ist schon einiges da unten, fliegt da schon rum. Jetzt kommen die Jäger von Fabian noch dazu, aber maximal hält er ihn damit noch ein bisschen auf. Als hätte eigentlich noch Lelouch seine Jäger ziehen, aber der fährt die halt die gleiche Taktik wie Schobutz. Naja, Lelouch verteidigt sich halt da oben mehr, ne? Also der lässt sie Ja. da stehen. War ja auch nicht so schlecht. Der hat ja damit den Angriff gestoppt vorhin von Fabian. Von Hover Drone. Von Weiß. Ich nenne es mal Weiß. Dann weiß jeder. Es, du Dann nennst es weiß. es ihn. Nein, Fabians Massewandler funzen nicht. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt weinen? Oder was? Hat er den Weiß nicht. Massewandler überhaupt? Ach da, nein, so, muss er neue bauen. Keine Ahnung. Also dieser Masseumwandler-Bug, der ist mir jetzt schon ein, zwei Mal begegnet, aber Zwar gar nicht, also ich hatte dieses Problem noch nie. ja, Als meine also Sachen so ungünstig gebaut, dass Einheiten und so nicht mehr anzuwählen ja, waren, ich hatte aber. ja auch neulich mal bei dem einen Spiel, ich glaube, es war doch sogar bei unserem ersten auf der Turnierkuppel, oder? Da habe ich doch die Luftfabriken so gebaut, dass ich da irgendwie nicht mehr mit bauen konnte. Also die gingen irgendwie nicht. Aber das ist, also passiert ziemlich selten und spielentscheidend war es eigentlich noch nie, weil dann reißt man halt die eine Sache wieder ab oder die zwei und baut es halt neu. Also, normalerweise ist ja fast nichts so teuer, dass es echt schade drum wäre. Selbst eine, keine Ahnung, Prototypenfabrik ist ja relativ schnell gebaut. Also, zu dem Zeitpunkt, wo man die baut, hat man ja meistens schon genug Ressourcen. So, jetzt kommt hier wieder eine Atomrakete. Nach Fabian aus, ja. Ja, genau, die fliegt zu Fabian. Eine schlägt jetzt direkt bei Metal noch ein. Der ist noch eine Luftbaubrücke. Oh, die sogar zwei sind eingeschlagen bei ihm. Fabians Basis. Ja, was sollen sie denn jetzt noch machen? Viel ist es nicht mehr. Und jetzt diese einzelnen kleinen Artillerie-Dinger, die hier laufen von Fabian, weiß ich auch nicht, was die noch machen sollen. Also, was da taktisch noch an Potenzial drin steckt. Die sind ja kaputt, bis sie ankommen. Also, wahrscheinlich. Sind ja auch viel zu wenige eigentlich. Werden jetzt auch alle kaputt gemacht, währenddessen die R10.000sten drüber fliegen. Ja, die begegnen sich einfach in der Mitte, sagen Hallo und schießen sich gegenseitig ab. Da Wunderlich. sieht man aber einen großen Vorteil zwischen den einzelnen Flugzeugen der Aeon und der Sirens. Nicht der Aeon, der UEF und UEF. der Sirens. Weil die Sirens haben halt Flugzeuge kombiniert, Jäger und Bomber, und die UEF müssen halt unterschiedliche Geräte bauen, oder? Ja, genau. Und das ist halt sehr schwierig, weil mit den Sirens kannst du halt eine Einheit bauen, die vielleicht teurer ist, aber dennoch multitaskingfähig ist. Das stimmt. Gerade hier, jetzt hat er dann die Lufthoheit, aber kann ja an sich nichts wirklich kaputt machen damit. Ja.
Ja, er hat tatsächlich nur die Lufthoheit mit den vielen Jägern. Also mit er meinen wir, es ist Yannick, ne? Ja, Yannick. Hat die Lufthoheit hier im Süden, aber beherrscht also die Lüfte, aber hat da nicht so großes Bodenzerstörungspotenzial, nämlich gar keins, um genau zu sein. Muss immer warten, bis seine Gunships kommen, seine großen. Die sind natürlich relativ langsam und träge. Aber andererseits kann er eben auch dafür sorgen, dass die beiden Team 2 Jungs nicht mehr in die Luft kommen, so richtig. Also, weil er sofort immer hinfliegen kann und Flugzeuge abschießen kann. Aber Metal hat jetzt schon wieder Zeit, da, guck mal, ordentlich Fabriken aufzubauen. Strategischer Abschuss registriert. Siehst du es da im Osten von Metals Basis? Da geht schon wieder einiges ab. Strategischer Abschuss registriert. Aber da muss auch wieder nur eine Atomrakete reinfliegen, dann ist das Ja, da Lied. muss er an sich gleichzeitig direkt eine Atomraketenabwehr hinsetzen, aber die ist nicht mal in Planung. Also wirklich, die ist Aber ein bisschen vielleicht ist das auch unzielgerichtet. seine Taktik, einfach so, also könnte ich mir vorstellen, dass er schnell neue Techniker baut. Unten Ja. baut er auch was, ja, der kann halt so schnell neu produzieren, wenn er gut ist. Man hat ja viel Energie, also, naja, hat okay viel Strategischer Energie Abschuss noch. registriert. Oh, der nächste Commander geht gleich drauf, von Fabian. Falls sie dranbleiben, nee, sie fliegen einfach drüber, ganz im Norden von Fabians Basis. Aber da ist jetzt so viele Einheiten sind da jetzt, weil sich komplett Team Grün da breit gemacht hat. Über Fabians Basis, da hat er jetzt eigentlich keine Chance mehr noch irgendwie sich auszubreiten. Ah, er hatte gerade eine Atomrakete abgeschossen. Die erste von Süden her, oder? Kann das sein? Ja. Ich glaube, das ist die ersten beiden, also sind jetzt zwei Atomraketen unterwegs. Die treffen sich jetzt vielleicht auch gleich in der Luft. Mal gucken. So funktioniert das. So, ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Es ruckelt schon wieder ganz schön. Denn das wäre schade. Also das würde ich jetzt ungern wiederholen, das Spiel, ehrlich gesagt. Also Ja, ging Metal ja. fliegt raus. Guck mal, 5600 Ping. Ach, Scheiben. Kleister. Obwohl, er sinkt wieder. Mal gucken, ob er es geschafft hat. 2400, 2300. Ah, es geht wieder hoch. Was hat er denn? Was macht er denn da schon wieder? Ja, vor allem, es lief jetzt ja 40 Minuten relativ okay. Also im Großen und Ganzen. Ja, das ist schade. Da muss man. Also, wir haben es jetzt ja schon das so und so vierte Mal probiert. Da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal einfach sagen, auch wenn er wirklich nichts dafür kann, es ist technischer Natur, da kann er nichts dafür, aber einfach aus Fairness auch gegenüber den anderen Leuten, dass dann eben einfach auch mal der Sieg gegeben wird für den jeweils anderen. Mal abgesehen davon, dass Team Grün sowieso gerade führt. Ja, nein, wir lassen das jetzt noch. Wollen wir das noch zu Ende laufen lassen? Weil dann Metal ist rausgeflogen. Ja, und die Übermacht war schon. Also, es war noch nicht. Sie waren noch nicht besiegt, aber es. Also, wir können ja gucken, wo die Atombomben hier einschlagen, aber ich denke mal, die können auch ganz gut abgefangen werden. Ja, guck mal, also die Atomwaffen werden abgefangen. Ich würde ja in den Chat schreiben, aber ich darf ja nicht, ich bin ja nur Spectator. Wir sind ja beide nur Zuschauer. Ja, also die Atomraketen, die sind nicht eingeschlagen vom Team 2 oben im Norden. Und dann ist es eben eigentlich auch nur noch eine Frage Von Minuten jetzt. von 2, 3, 4 Minuten, bis da oben Fabians Team hin ist. Sehr, sehr schade, weil das jetzt nicht so ein ganz, ich würde sagen, ehrlicher Sieg ist, aber ja, wenn er rausfliegt, fliegt er raus. Ja, es ist jetzt schade. Ja, da hat Lelouch recht. Ja. Also ich meine, die Übermacht, wie ich schon mal gesagt habe, war schon sehr erdrückend. Also es war jetzt schon eine Genau. ganze Menge aus dem Norden unterwegs. Also ich meine, guck dir einfach die Masse an Flugzeugen an, die sie haben. Und zu dem Die Zeitpunkt, wo Prototypen, die Metal da noch. rausgeflogen ist, vor 3 Minuten oder wann das war, da hatten sie nichts, um dem hier sich noch irgendwie wirkungsvoll entgegenzusetzen. Da hätten sie noch mit irgendeiner lustigen Guerilla-Taktik gewinnen können oder so. Aber da wir ja nicht Attentat spielen, sondern Vormacht, ist das auch immer schwierig, ne? Also, weil du kannst nicht einfach dich wie beim Planetary bei Attentat mal schnell noch irgendwie anschleichen von hinten mit 20 Gunships und den Commander töten. In so einer Art Attentats-Sniper-Mission. Strategischer Abschuss registriert. Sondern du musst ja wirklich immer auch noch die Strategischer Armee und Abschuss alles besiegen. registriert. Ja, Fabian hat es jetzt auch beendet, weil er sieht stark danach aus. Strategischer Abschuss registriert.
registriert. Genau. Gut, dann würde ich sagen, Holst du die Leute zurück? hole ich die Leute zurück. Aber ich mache an der Stelle eine kurze Pause, damit uns hier die Aufnahme nicht abstürzt. Jo, mach Und das. ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder im Teamspeak. Bis gleich. Ja, also sagen wir, dass wir gewonnen haben, oder? Ich würde es jetzt tatsächlich, auch wenn es kein 100% sauberer Sieg war, würde ich das fast sagen. 40 Minuten gespielt. Zu dem Zeitpunkt, wenn man mal das Radarbild gesehen hat, was Norbert und Ja. ich gesehen haben, war es doch schon relativ übermächtig von Norden. Und ja, wir haben ja dann noch gesehen, wie die Atomraketen von Team 2 aus dem Süden noch hochgeflogen sind und da problemlos von euch abgefangen wurden, Ja. von Yannick. Und als Battle rausgeflogen ist, war da nicht mehr War es viel zu machen, klar, glaube ja. ich. Also Ja, deswegen würde nee. ich der Fairness halber jetzt sagen, Ja, dass ist Team klar, 1 Sieg gewonnen an hat. euch. Ich hoffe, da sind alle einverstanden mit. Ich denke, dass das Mhm. kann man so machen. War trotzdem ein schönes Spiel. Es war lange Zeit recht ausgeglichen. Also das war mit eines der ausgeglichensten Spiele bisher. Kann man schon Und hat sagen. Spaß gemacht. Eine Das hoffe Frage ich, habe das ist ich schön. noch. Bitte. Wer von euch war ganz oben links? Ich. Was hast du zu meinen Technikern gesagt? Die Taktik, die ist super, ja. Das Wir wollte ich haben die auch. ganze Zeit saßen wir da und dachten so, Mann, was macht denn der Fabian, was Fabian? Oh machst mein du Gott, da? Warum baust du kriegt denn er nicht 100? mit, dass er keine Landeinheiten baut, sondern nur Techniker? Ja, aber naja, bin auch komplett überrascht gewesen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, danke, dass endlich die Forschungssachen abgerissen wurden. Die brauchte ich ohnehin nicht. Deswegen habe ich mich bedankt und die weiße Basis abgerissen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Taktik hatte ich bis jetzt nur an der KI ausprobiert. Ich habe Und die noch nie gesehen. Die KI ist damit total überfordert. Ja, Echt gar nichts denn. mein Weil Commander ist ausgeschaltet der worden. Gedanke daran ist, dass die ersten vordersten Einheiten mit dem Laser alles umbringen. Die zweite Welle repariert die erste Welle. Okay. Und die dritte recycelt einfach die Reste. Das ist, Und also, unglaublich Partnerarbeit. genial. Das ist wirklich eine ziemlich gute Taktik. Wenn man das über Land machen würde, könnte Das man doch noch funktioniert. irgendwie. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre die Karte kleiner gewesen, dann hätte das etwas anders ausgesehen. Ja, Ja, das auf jeden Fall. die Wir haben hier brauchen die sau lange, ne, Atomraketen. die Techniker. Ja, die haben A zu lange gebraucht und B, es waren am Anfang einfach zu wenig, weil wie gesagt, meine Massewandler wollten, naja, ne? Die wollten nicht mehr. Nö, Wie warum viele auch immer. Techniker hattest du denn im gesamten Angriff? 160 haben, mit 160 habe ich angegriffen. Nice, Das sah nice. so aus, auf jeden Fall. Na, bei Das mir war. haben am Ende die Nukes nicht mehr funktioniert. Also ich habe ja noch zwei, drei losgeschickt. Die wurden am Anfang produziert, hatte aber 20 in den Lagern drin. Also ich Okay. hatte sechs Lager und die waren so zu drei, vier voll. Nur ich konnte die nicht abschießen. Also nachdem ich einmal gedrückt hatte, also das N und dann angreifen und auf einmal das nächste, ja, ging nicht, funktionierte nicht. Sonst hätte ich da diese Prototypen da mit 16 Nukes oder so voll gespammt. Ja, das ist auch Ging nicht bescheuert. irgendwie. Ist komisch, ne, dass das Spiel, also ich habe das Gefühl, das ist ganz oft, läuft es unfassbar sauber, das Spiel, und dann hast du teilweise so nur einzelne Bugs, die irgendwie total nerven. Ja, Bei mir waren und keine Probleme. also es sind dann auch wirklich Bugs, die das Spiel entscheidend sind, wie die Masse. Also ich Ja. hätte ganz anders spielen können, wenn ich die Masse gehabt hätte. Das ist echt komisch. Also gerade dass das bei dir häufiger schon aufgetreten ist. Ich hatte Ja, jetzt jeden ich habe dieser das Bugs Spiel auch einmal irgendwie. neu installiert. Okay. Und jetzt erklär's mir mal. Naja, das ist schwer, das ist Vielleicht schwer. ist es wirklich ein Systemproblem, dass irgendwie die Hardware nicht passt und der dann irgendwelche, keine Ahnung. Ja, Das ist dann aber schon. Komisch, dass es dann im Spiel so eine Auswirkung hat, dass er irgendwie ein Ja, Gebäude gerade nicht nur dann, vernünftig genau. funktioniert, ja. Also. Naja, komisch. Na gut, Naja, aber jedenfalls, ich glaube nicht, dass sie es geschafft hätten. Also ich hatte da glaube noch ich am auch Anfang nicht. noch ein paar Gunships, aber die wurden ja auch zersägt von den AC-Terrors. Da war auch nichts mehr zu machen eigentlich. Ich hatte am Ja. Ende 30 Luftfabriken und gar keine Masse mehr, weil ich halt irgendwie, also über die 100.000 Energie hatte, aber die Massewandler ständig zerstört wurden von Nukes Ja. und Terrors und was weiß ich alles. Ja. Also ich denke auch, wir können guten Gewissens sagen, Team 1 hat gewonnen. Team Grün möchte ich es fast nennen. Es war übrigens sehr schön, dass ihr euch zwei Grüntöne gegeben habt. Dann. Ich wusste am Anfang nicht, ob Truebots gespäht hat oder Lelouch. Und dann habe ich geguckt, Ja. na, es war Lelouch. Ja, Das ich ist habe ganz gespielt. schlau gewesen. Das war ganz schlau. Also Das ich hat mir wollte das. gefallen. Also ich wollte das einfach nur mit der Farbe so haben, damit es, ich sag mal, klar ist, wer in welchem Team ist und nicht plötzlich ich Ja. dieselbe Farbe nehme wie jemand aus dem anderen Team und der ist Ja. komplett verwirrt. Genau. Genau. Nee, das Ergibt war gut. Sinn. Das hat auch für uns zum Zuschauen sehr gut funktioniert. Ja, danke an euch, dass wir es endlich geschafft haben, nach 3 Wochen ungefähr, das Spiel Ja. jetzt doch noch zu machen. Damit ist Gruppe A beendet und ich werde mich jetzt mal an meinen
Rechner setzen, an meinen Taschenrechner und mal gucken, wer jetzt hier gewonnen hat insgesamt, beziehungsweise welche beiden Teams weiterkommen ins Finale. Ich nehme mal an, dass Norbert und ich das sind, weil wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ja. Und genau, und jetzt bei euch und dem anderen Team noch, muss ich mal gucken. Hattet ihr jetzt zweimal gewonnen? Das werden die FSF werden. Also Prognose FSS. FSF wird das gewinnen. So wie sie bisher gespielt haben, ist es gut möglich. Aber wir haben ja am Ende noch einen. Kurzer Einwurf. Bitte. Der Demis hat mich jetzt angeschrieben, dass er und noch jemand und die SFF-Leute gerade können. Na dann beenden wir doch an dieser Stelle dieses Spiel und dieses Nach-Aftershow-Gequatsche und hauen gleich noch das nächste Spiel hinterher. Hat er ja einen langen Abend, dann. So ist es. Aber dann haben wir es hinter uns. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und an die Zuschauer, wir sehen uns im nächsten Spiel in ein paar Tagen mit den FSF-Jungs und Damasi und Co. Bis dann. Tschüss. Na gut, also. Trotzdem gut gespielt. Ich wusste, dass wir es nicht schaffen, aber ein Versuch ist es wert. Versuch war es wert. Ja, es war wie gesagt ziemlich knapp, fand ich. Ich fand's auch, weil ihr seid auch immer gut an unsere Basis gekommen. Ja. Nee, nicht wirklich. Es hat aber richtig genervt mit den Gansche-Prototypen und so und also, das war schon ärgerlich. Aber naja. Gut, hat Spaß gemacht. Schön war das. Alles zu bauen. Wo hattet ihr euch denn jetzt am Ende noch versteckt? Ich war irgendwo so tief, ich war ganz unten rechts, so tief, dass du mich gar nicht mehr sehen konntest. Und ich war ganz, ganz oben links am Kartenende noch. Das ist natürlich schlau. Gut. Und fünf weiteren Marineeinheiten noch. Ja, ich hatte noch genug Masse. Ich hatte noch genug Energie, aber keine Masseumwandler. Die hattet ihr mir da zerstört. Ja. Ja, ich war jetzt mittlerweile auch schon so weit mit dem Techniker, überall Radar zu bauen, damit die auf Land nirgendwo mehr was machen können. Aber... Bin ich das jetzt war schon gut nervig, ihr habt links das kaputt gemacht, habt ihr rechts aufgebaut. Ihr habt rechts das kaputt gemacht, habt ihr links also gut gemacht, kann man nichts sagen. Gut, ja, ich bedanke mich, wir wollen die Leute nicht noch länger als anderthalb Stunden hier nerven, das war schon lang genug, das Video. Und ja, ich bedanke mich bei den Zuschauern für die Aufmerksamkeit und bei euch fürs gute Spiel. Also, macht's gut. Ciao.